dran, liebe Zuschauer. Das Testspiel gegen Striepfing ist jetzt vorbei. GRK hat erfreulicherweise toll mit 3:0 gewonnen. Was wir geschafft haben, den Elfmeter haben wir ja noch gerade gesehen, weil ich ja selber ein bisschen zu spät gekommen bin. Jetzt ist Daniel bei uns, gerade nach dem Spiel vorbeigekommen und erfreulicherweise hat er sich bereit erklärt, dass wir ein paar Worte wechseln können. Und ich möchte ihn gerne fragen, wie ist es im Gange mit dem Spiel, wie war es das Spiel für euch? Bitte ein paar Worte für uns. Ja, also war sehr gut heute. 3:0 gewonnen, ich glaube, man hat gesehen, dass wir das Spiel dominiert haben, dass wir einfach besser sind, das was unser Anspruch ist. Und ja, im Endeffekt 3:0 gewonnen, kein Tor gekriegt, 3 gemacht. Ist natürlich sehr gut, war gut, dass jeder auf seine Spielzeit wieder kommt und dass wir gewappnet sind einfach fürs nächste Spiel gegen Altach, was sehr, sehr wichtig ist, wo wir endlich unseren ersten Dreier holen wollen. Und dann steht der Lask vor der Tür, wo wir den neuen Trainer auch schon kennen, der weiß, wie wir spielen wollen. Aber ich bin guter Dinge, wenn wir mit dem Einsatz, mit dem Fußball weiterspielen und ein paar Schrauben drehen, dass wir bald die ersten drei Punkte holen und dass dann positiv weitergeht. Ich glaube, dann, wenn wir mal den Dreier haben, wird es für uns auch einfacher sein, in die Spiele reinzugehen, weil ja, etwas hinterherzulaufen ist nicht so einfach. Ja, super. Das stimmt uns ja sehr zuversichtlich. Die Fans sind ja eh alle schon ganz heiß drauf, dass wir den ersten Sieg wieder in der Bundesliga schaffen. Jetzt habe ich auf dem Instagram-Kanal von GRK gestern gesehen, dass ihr ein Waldtraining gehabt habt. Da sind ein paar super tolle Fotos drauf, die ihr selber da gemacht habt. Ist das einfach nur so zum locker bleiben oder wie trainiert ihr da? Zum locker bleiben ist es nicht. Also es ist, im Waldlauf stellt man sich so vor, dass wir auf die Plotten in Andritz aufgefahren sind. Und ja, die Berge eigentlich raufgesprintet sind, Runden gemacht haben und dass das ziemlich zart ist, aber ich glaube, vom Gefühl her bringt uns das weiter, dass wir wieder Kraft sammeln, einfach für die nächsten Aufgaben, um einfach ja, weiter so bestehen zu können in der Bundesliga und auch einfach die Punkte zum Einheimsen. Das heißt, ihr habt eigentlich eine Doppelbelastung jetzt gehabt, nicht? Gestern den Waldlauf und heute das Testspiel, oder? Ja, genau. Eine Länderspielpause ist immer zum Nutzen, dass man einfach wieder Kraft tankt. Dass wir einfach für die nächsten Spiele einfach wieder da sind. Da können wir mehr einarbeiten, weil wir eben nicht dieses Pflichtspiel am Wochenende haben, sondern dieses Testspiel. Da, wo es einfach darum geht, Spielzeit zu sammeln und einfach wieder ein paar Abläufe ja, neu zu lernen und wieder alles reinzubringen. Von dem her ist das eine gute Abwechslung, aber so richtig lustig ist es nie, die Leute. Ja, okay. Ja, super. Ich würde nicht deine Zeit überbeanspruchen, aber herzlichen Dank, dass du dich für uns fürs Interview zur Verfügung gestellt hast. Und wie sagen wir so schön, auf geht's, Rote, kämpfen und siegen, gell? Gehen wir, Rote. Ja, danke. Gerne. Tschüss. Baba.